Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Quarry hier auf meinem Kanal. Freunde, wir sind mitten in Kapitel 8 und wir sind auf der Suche nach Chris Hackett, um ihm endlich den Gar auszumachen. Jetzt sind wir gerade hier durchs Holz gebrochen, oben auf der Brücke, und wir befinden uns in einem alten Bergbautunnel. Und wir gucken uns an, was wir freigeschaltet haben. So, den Bergbautunnel. Der Großteil des Steinbruchs wurde geflutet und in einen See verwandelt, doch einige der alten Bergbautunnel am Rand des Camps sind noch intakt. Der Boden über diesen Tunneln ist einsturzgefährdet, aber keine Sorge. Wir achten darauf, dass kein Kind diese Bereiche betritt. Warnung, Sperrgebiet, unbefugtes Betreten wird getadelt. Süß. Extrem süß. Okay, was haben wir hier? Ein verblasstes Campfoto aus den 70er Jahren. Anhand der aufgedruckten Namen scheinen die zwei Jungen zur Hackett-Familie zu gehören. Okay, Chris Hackett und der Polizist Travis. Sie sind Brüder. Hier sind drei Ausrufezeichen, die ich irgendwie nicht anklicken kann. Weil wir da die passenden Sachen anscheinend noch nicht gefunden haben. So, eine Liste mit den Namen der Betreuer und Betreuerinnen sowie persönlichen Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen, Laura Kearney und Max Brindley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Laura und Max wurden von Travis entführt. Chris hat versucht, es zu verheimlichen, indem er ihr Nichterscheinen beim Camp nicht gemeldet hat. Okay, und den Brief an die Krankenschwester. Chris Hackett hat die Camp-Krankenschwester aufgefordert, das Camp einen Tag früher zu verlassen. Das ist nicht gerade verantwortungsbewusst, wenn auch Kinder da sind. Das ergibt Sinn. Chris wusste, dass die Zeit knapp war und er wollte nicht riskieren, dass die Krankenschwester hier ist, wenn er zum Werwolf wird. So, welche Wege haben wir freigeschaltet? Was hatten wir alles schon? Laura fühlte wegen des Absageschreibens mit Max. Laura unterstützte Travis während ihrer Gefangenschaft. Laura versuchte nicht, Travis Waffe an sich zu nehmen. Laura verpasste Travis während ihrer Flucht mit Max eine Spritze. Abby bot Laura ihr Armband an, um daraus eine Silberkugel herzustellen. Und Laura schoss bei der Flucht aus ihrer Zelle nicht auf Travis. Okay, Leute. Wir machen uns auf die Suche nach einem Ausgang. Bestimmt noch von den Arbeitern. Alte Steinbruchwerkzeuge. Diese verrosteten alten Werkzeuge sind Überbleibsel aus der Hochzeit der Mine der Hacketts vor der Zwangsvollstreckung. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Ziemlich viel, ziemlich wenig Tarotkarten gefunden bis jetzt. Silence!
Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Nee, war auch gar nicht laut. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Aber echt, ey. Pass doch mal auf. Sieh dir das an. Oh, Scheiße. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Auf damit. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis wir uns verwandeln. Oh Mann, ist das hoch. Wow. Was ist los, Kumpel? Etwa Angst? Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Okay, vernarbte Haut. Etwas, das wie beschädigte oder vernarbte Haut aussieht. Lecker! Ordentlich tief. Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade? Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Ja. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich?
Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Sieht gut aus. Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut, dann trink mal. Die Hacketts waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Okay, hier ist nichts mehr, glaube ich. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Was ist denn hier passiert? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts, hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja, und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Was? Gut, sehen wir uns das nochmal an. Und? Geht's oder geht's nicht? Okay, also der Motor ist im Arsch. Was auch sonst? Also, wenn ich ein Auto herzaubern könnte, würde ich's glatt machen. Warte,
Vielleicht kann ich's. Okay, sie ist gaga. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Klingt weit hergeholt. Komm schon. Wir müssen an einem Strang ziehen. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Ja, wir brauchen dich, Dylan. Nein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Ich will lieber nicht sterben und bleibe hier. Wir müssen nicht alle los. Mir gefällt die Idee. Na, du kommst mit mir. Oh, fuck. Soll ich dann in die Lodge zurückgehen? Also, da gibt's einen Schutzkeller. Unter der Lodge. Der ist wohl sicherer. Ist der offen? Ich glaube schon. Gut, toll. Geht da runter und bleibt da, bis wir zurück sind. Na klar. Viel Glück. Sie bleibt alleine. Beste Idee, sehr wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, 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 Junge. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Sei leise. Sei du leise. Okay, Leute, angekommen im Haus der Hacketts. Die Herrscherin, sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Ach, wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Damit ist bestimmt die ältere Dame da gemeint, die da oben mit Travis abhängt gerade. Eine Rumdestille. Eine alte Rumdestille, vermutlich aus der Zeit der Prohibition. Ein Relikt aus der Vergangenheit der Familie Hackett. Eine alte Destille. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Okay, Moment. Lass uns doch mal da hinten noch bitte gucken. Oh, jetzt geht's aber los hier mit den Tarotkarten. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat. Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Stimmt von Bobby. Ja, ich wusste es. Bobby. Holy shit, hier ist Jacob. Lass uns Jacob hier rausholen. Okay.
Das kommt direkt von vorn. Okay, jetzt ganz vorsichtig, Leute. Jacob! Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Okay, das hätte ich fast vergessen. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Doch. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Halt! Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran, wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann? Vom Teufel. Konnte sich jemand eine Waffe mit der Silberkugel schnappen? Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma. Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Schalt doch bitte den Strom aus. Meine Güte. Okay. 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 Hilf mir da durch. Okay, also. Ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Beste Aufgabe für mich. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Okay, wir werden so hart verkacken, glaube ich. Kann ich das Bild nochmal sehen? Eigentlich müssen wir Schalter 5.
Stand noch eine 5 an der Tür. Ach, Leute, ey. Ja, dann nehmen wir die 4, oder? Das ist viel zu gefährlich. Ja, weil du es verkackt hast. Okay. Das war's. Okay, tut mir leid, Mann. Bitte, bitte. Verdammt. Du bist hier besser dran. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, nein, Alter, komm schon. Wir holen dich noch. Hör auf mit diesem Scheiß, Ryan. Bitte, Ryan, bitte, Alter. Wer weiß, was die mit mir machen. Komm schon. Du musst mich rauslassen. Lass mich bloß nicht hier. Ja. Shit. Fuck. Tut mir leid. Guter Gott. Tut mir leid, Jacob. Aber, ja. Der mag mich nicht. Das ist mir jetzt auch total egal. Nicht meine Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du. Du gesagt. Mann. Was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blind. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma, gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Sie ist komplett mad, Alter. Ja? Ma, schick Bobby runter. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Es hätte definitiv besser laufen können. Aber hey, Jacob lebt noch. Hast du mich vermisst? Na, ein bisschen. Ich habe viel mitgebracht. Bringst du mir mehr meiner Karten? Sollen wir sie uns ansehen? Unbedingt. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten.
Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Ja, unbedingt. Bitte, my lady. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Okay, das wäre der beste Fall. Du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Leute, wir machen das echt gut. Es leben noch fast alle. Kapitel 9, die Matriarchin. Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Tja. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Echt witzig. Wir sehen das natürlich positiv. Ich meine, hey, wir haben unsere Hand verloren, aber hey, was soll's? Wir leben noch. Naja, es ist echt was Neues. Ich mach mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blase dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter.
Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Holy shit! Alter! Hört sofort auf! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf! Wach auf! Ja, die wacht nicht mehr auf. Komm schon. Wach auf! Wach auf! Oh. Sie ist tot. Sala Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Ja, ist klar. Holy shit. Habt ihr das gesehen, Leute? Holy shit. Zieh's doch raus, Mann. Obwohl, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Nein, das mache ich nicht. Oh, oh, oh. Okay, Leute, ey, wir müssen jetzt echt mal kurz runterkommen. Wahnsinn. Schießt sie ihr das Gesicht weg? Ich glaube es nicht. Jacob ist noch im Keller, er lebt. Ryan lebt auch noch. Und Laura ist auf der Flucht. Ist jetzt wirklich gut, Leute. Leider sind wir schon wieder am Ende der Folge. Es wird heftig. Ich sag's euch, es wird heftig. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Peace out.